Als ob ich jeden Tag ein Video hochlade wegen euch hauptsächlich. Ich mache es, weil ich selber will. Natürlich, ihr seid auch ein Bestandteil deswegen, aber es ist hauptsächlich, weil ich es selber will. Denkst du, ich könnte jeden Tag ein Video hochladen, wenn es für jemand anderes wäre? Also, das will ich gar nicht machen. Irgendwann hätte ich keinen Bock mehr. Egal wer, Alter. Das ist meine Mami. Hätte ich irgendwann keine Kraft mehr. Aber es funktioniert nur, weil ich es selber will. Oha, nee, es hat nichts mit Oha zu tun. Ich habe keine Kraft mehr. Verstehst du es nicht? Ich könnte für niemanden sowas eigentlich schaffen auf der Welt. Weil ich schon längst, ich bin körperlich schon längst über den Limit. Es gibt etwas, was mich antreibt und das ist von mir selber. Mein Ehrgeiz. Ohne das, wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich das gar nicht schaffen. Ich merke das abends, dass ich hier kaputt bin, tot bin, keine Kraft mehr habe. Sehe ich am Arsch, bin gerade so rauche, weil ich so psychisch am Ende bin. Der Ehrgeiz ist das, was mich vorantreibt. Ohne das könnte ich das niemals bewerkstelligen. Oder meine Freundin hat mich verlassen. Ja, wirst es schon überstehen. Ist Schicksal, dass dich verlassen hat. Anscheinend ist es nicht die richtige. Bist du loyal? Regel Nummer 1. Niemand, der sagt, ich bin loyal, ist loyal. Schreib's dir auf. Jemand sagt, ich bin unnormal loyal, bla bla bla. Sind sie nicht. Jeder, der es behauptet, ist nicht loyal. Der wird für einen Cent seine Mutter verkaufen. Ja, geht doch, du alter Knacker, du. Na, endlich geht's rund. Da schreibt doch echt einer in den YouTube-Kommentar. Ihr seht da auch jetzt kein Metagaming. Aber nein, was eine hohle Birne. Manchmal sind sie echt dumm. Wenn jemand sagt, der hat einen Clip, aber er hatte doch keinen Clip. Obwohl er es am Anfang sagt, heißt es, der hat etwas 100% zu verbergen. Das ist schon eigentlich ein Beweis, verdammte Scheiße. Wenn du vor Gericht mit so einem Beweis schon überführt wirst, bist du schon so gut wie hast du schon so gut wie verloren. Trick 17. So geht's auch. Alles gibt's immer einen Trick. Ah, was doch, Alter, meine Hände tun weh. Nice. Die Kohle haben wir schon. Ach. Was ist denn hier los? Raus mit euch! Oh, das ist vielleicht ungemütlich. Du willst doch nicht, dass der Geisel was zustößt. Raus mit der Zuckerpüppchen. So, meine Herrschaften. Drei Geiseln im Schlepptau, das wissen Sie, ja? Wie viele Geiseln haben Sie? Drei. Der Herr, ist es denn möglich, dass ich die Geiseln zu Gesicht bekomme? Nein, das ist nicht möglich. Ich möchte erstmal, dass ihr mit mir vernünftig redet, ohne Sonnenbrillen. Weg mit den Sonnenbrillen. Seid ihr cool oder was hier los? Sonnenbrillen weg. Können Sie mir kurz zuhören? Sonnenbrille weg, sonst werde ich ungemütlich. Das wollen wir ja nicht, oder? Warum möchten Sie denn, dass ich meine Brille ausziehe? Deswegen mach die Sonnenbrille jetzt ab. Möchte gerne meine Brille aber aufbehalten. Sonnenbrille sofort runter. Dann fordere ich dafür aber auch eine Geisel. Halt die Fresse, okay, wenn das so ist. Naja, Sie fordern von mir etwas, dann... Ich möchte jetzt für die drei Geiseln... Erstmal besorgt ihr mir einen Helikopter. Sie wollen einen Helikopter? Ich will einen Helikopter, da ein Prachtexemplar möchte ich. Wollen einen Helikopter für wie viele Geisel? Eine Geisel bekommst du für die. Eine Geisel? Komm, weil du es bist, zwei sogar. So, der Herr, hören Sie mich? Helikopter möchte ich haben. Sie möchten einen Helikopter? Helikopter, haben. Genau also, so ist es. Hören Sie mir mal bitte kurz zu. Ja, was erzähl? Sollten meinen Kollegen, den Geiseln oder mir etwas passieren, sind wir gezwungen, den Laden zu stehlen. Ja, ist doch okay, Zuckerpuppe. Ja? Hol mir jetzt den Helikopter und beweg deinen Arsch. Den Helikopter gibt es, wenn wir eine Geisel bekommen. Du holst mir jetzt den Helikopter, hast du mich gehört? Sonst wäre ich ungemütlich. Ja, dann geben Sie mir eine Geisel. Du bringst mir erstmal den Helikopter. Der Helikopter kann landen für eine Geisel, das ist kein Problem. Ich werde einen Helikopter von euch bekommen, für zwei Geiseln insgesamt. Und die dritte Geisel bekommt ihr für freies Geleit. Ich habe einen Komplizen, der kommt mich auf falsche Sachen, sonst ist die Geisel flöten. Ja? Was sagst du? Möchte ich erstmal die Geiseln sehen. Ich zeig dir gar nichts, du kannst sie höchstens hören, mehr ist da nicht. Ich würde die Geiseln trotzdem sehen. Du wirst keine Geisel sehen, verdammte Scheiße. Sehen wir hier im Flohmarkt oder was, dass du die Geisel sehen willst? Arme Nakoim, ja, was ist ein 0815 RP einfach. Und steht das Recht zu, die Geiseln zu sehen? Was für Recht zu, verdammte Scheiße? Ich kann die Geisel auch abklären, wie wär's damit? Holt ihr mir jetzt den Helikopter, was ist da los? Zeigen Sie mir die Geiseln. Holt ihr mir den Helikopter, was ist da jetzt los? Ich hole den Helikopter, wenn ich die Geiseln gesehen habe. Ich möchte erst den Helikopter. Ich möchte erst die Geiseln sehen. Ich möchte erst den Helikopter. Und ich möchte die Geiseln sehen, der Herr. Ich möchte den Helikopter, verdammte Scheiße. Ich möchte ja wissen, ob es den Geiseln gut geht. Hol mir den Helikopter. Ich möchte zuerst wissen, ob es den Geiseln gut geht. Den geht's gut, verdammte Scheiße. Mein Komplize ist bei denen. Ja, das können Sie mir sagen. Willst du das Risiko eingehen? Soll ich die Geisel jetzt töten? Nein, sie sollen die Geisel natürlich nicht töten. Wenn du mir jetzt den Helikopter nicht holst, töte ich die Geisel. Ich brauch den nicht mal zu töten, mein Kollege macht das. Hol mir den Helikopter. Was ist denn jetzt? Krieg ich jetzt meinen Helikopter, was ist da los? Hallo? Ja,
Ich habe Ihnen gesagt, wir wollen die Geiseln erstmal sehen, bevor ich will erstmal mit dem Helikopter. Der Helikopter wird landen, wenn wir die Geiseln gesehen haben, habe ich Ihnen gesagt. Hol mir jetzt den Helikopter. Ey, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Da haben wir 4 Geiseln jetzt, nach hinten. Ich wollte nur ein Handy, Mann. Nach hinten. So, da hast du schon mal eine Geisel gesehen, die anderen 3 sind auch hinten. Hat dir das gereicht? Jetzt habe ich noch eine Geisel. Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Wird der Forderung jetzt nachgegangen oder was ist da los? Kommen Sie mal, treten Sie mal vor. Wir werden jetzt verhandeln. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen es anders. Was denn? Beide Hände reinkommen. Beide Hände reinkommen. Komm rein, der andere auch. Rein. Nach hinten. Komm her. Leg deinen Arsch. Mach keine Scheiße. Ab nach hinten. Ihr Haufen Scheiße hier. In die Ecke mit euch. Ja, da habt ihr eure Geiseln hier. Muschis hier. Oh, die eine Aussage trifft sogar zu. Moment, ich gehe kurz raus, abchecken. Ja, umdrehen. Ich nehme euch eure Munition ab. Hallo. Ja, ich habe 3 Geiseln, ja. Ah, verdammt, habt ihr gefunkt, dass hier kein anderer Komplize ist? Haben die, haben gefunkt. Sag, ja. Die haben gefunkt. Ihr habt gefunkt? Ja. Euer Leben ist euch anscheinend nichts wert. Herr Officer, es war nur ein Warnschuss, die Geiseln mussten sich beruhigen. Hallo, der Herr. Ja, ja, was ist denn los, Herr Officer? Ich bin den Laden raufgemeldet worden und ich dachte, ja, sie liegen da richtig. Ich habe hier 2 Polizeibeamte und ich habe hier noch eine andere Geisel, 3 insgesamt. 3 Geiseln haben sie. Genau so ist es. Wenn sie mal ein Stückchen nach vorne kommen, nee, das kann ich leider nicht machen. Ich habe keinen Komplizen und das wisst ihr ganz genau, du Haufen Scheiße. Kommen Sie mal hier hin. Ja, kannst mal Schatz lutschen, ich komme nirgendwo hin. Alles gut. Du Haufen Dreck, du. Ja, was ist denn jetzt? Ja, der Herr, wollen Sie reden? Ja, ich will reden. Reinrennen. Ich hab Geisel, was für reinrennen? Reinrennen? Das ist mir aber zu riskant. Wer bist denn du? Abflug. Also wir sind heute ein bisschen zu bunt, würde ich mal sagen. Ich hab keine Chance, weil die haben Helme, die F***en. Pass auf, die haben Helme. Gib den Zeit, Vorsicht, aufpassen. Wir kommen rein. Geschuss, LK90, aufpassen. Ich hab ne Geisel, verdammt! Bleib besser. Ich hab Geisel, ich töte die! Ich hab Geisel, hallo! Bitte nicht reinkommen! Hallo, nicht stürmen! Bitte nicht! Ich will leben! Ich werde so sterben. Ich werde so sterben, Bruder. Hallo? Einmal raus hier, bitte. Hallo? Ich hab Geisel, verdammte Scheiße! Was wollt ihr? Raus mit euch, oder die Geisel sterben sofort! Ich hab 2 Kollegen von uns umgeschossen! Sie kommen sofort raus! Ich hab Geisel, verdammte Scheiße! Ich werde die Geisel töten! Da töten wir 4, haben Sie nicht verstanden? Sie kommen sofort hier raus, ist Ihr Leben nichts wert! Ist mein Leben nichts wert? Kannst du mich am Arsch lecken? Sie kommen jetzt sofort in erhobenen Händen raus, haben Sie nicht verstanden? Ich platziere jetzt C4 hier rein! Hör mal zu, mein Bester, ich platziere jetzt C4 hier rein! Wenn du hier einmal näher kommst, explodiert das! C4 wird jetzt platziert! Hast du mich gehört? Wenn du reinkommst, seid ihr tot! Ich spreng hier die ganze Laden in die Luft! Ich hab dir eine Bombe platziert! Sie kommen jetzt raus mit erhobenen Händen. Halt deine Schnauze, hat Bombe wie erhobenen Händen. Ich hab eine Bombe hier platziert. Was für erhobene Hände? Wovon redest du? Was redest du dir? Also, du kommst jetzt eine Bombe raus, ist platziert! Ja? Ich jag hier alles in die Luft! Ich jag hier alles in die Luft! Er hat doch noch Geiseln, mein Wächter. Ich hab noch. Er hat schon 2 Kollegen umgelegt. Ja, weil die einfach reingekommen sind. Noch irgendwo verhandlungsfähig ist. Überlegen Sie es sich. Ich hab Geiseln. Einmal bitte rausgehen. Der hat nicht einen Taser da. Ja, der Taser. Hallo, nicht schießen auf mich, ich bin Geisel. Ach, Samuel. Ah, was ein Peach, ja. Walla, wie viel Glück der hat. Ich hab den aber noch gefickt. Fuck, Alter. Hey, mal One-Shot, hab ich nicht gewusst, ja. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich nicht so offensichtlich gespielt, ja. Oh, danke, was macht der, ja? Ich bin tot, Amunelke. Was versuchst du da noch? Da die ganze Situation so ein bisschen jetzt von einem Modder beeinflusst worden ist, würden wir gerne, dass die Situation nochmal neu ausgespielt natürlich, wird. Natürlich, mein Bester. Das ist natürlich das Sinnvollste. Aber was hat der Modder denn gemacht? Der Modder hatte ich getötet und wieder hochgeholt. Gleichzeitig sind hier Leute aufgetaucht und was weiß ich. Achso, hat mich der Modder getötet? Ja, ja. Echt? Ja, wir. Keine Ahnung wie. Warte mal. Hast du es in den Lungs stehen? Ja, ja. Nein, mich hat dich doch in den Kopf getötet oder nicht? Mit einer Langwaffe? Ja. Nee, also in den Lok stand, dass jemand anderes war. Also,
Ja, die Logs lügen nicht, mein Bester. Ich habe ihn eigentlich... Ja, ist egal, die Logs lügen nicht. Ich glaube, wir lösen die Situation hier auf, das ist jetzt so heikel, oder? Ja, würde ich auch sagen, wir hatten unseren Spaß. Aber ich fand's scheiße, warum ihr nicht auf meine Forderung nachgegangen seid. Ja gut, du hast immer mehr Leute genommen, ne? Wir wollten... Nein, genau, darum geht's doch gar nicht. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe drei Geiseln, ich bin ein Helikopter und ihr habt mir keinen Helikopter gebracht, gar nicht. Du hast dich auf gar keine Verhandlungen eingelassen. Ja, was denn? Wollt ihr die Geiseln vorne sehen? Nur nach 15 RP machen, oder was ist deine Mission? Naja, wir wollen doch erstmal uns über den... Das ist doch kein gutes RP! Wer tut denn die Geiseln da vorne? Hast du Haus des Geldes geguckt? Da zeigt man doch auch keine Geiseln. Haus des Geldes ist ein Film, mein Freund. Ja und? Das ist ja genauso wie in Real Life. In Real Life ist das auch so. Nein, was redest du? Du hast gar keine Ahnung von RP. Okay, ist das RP für dich, wenn da Geiseln vorne gezeigt werden in jedem 0815 Server? Das ist RP für dich? Für mich ist es kein RP, wenn ich nicht mal weiß, ob es Geiseln überhaupt gibt. Ja, ich hab doch gesagt, wissen, ihr könnt die Stimme hören, aber wer sagt denn, dass ich Geiseln zeigen muss? Was redest du? Du bist in einem Laden, dich in der Staatsbank. Oh mein Gott, Bruder, du hast gar keine Ahnung von RP. Naja, egal, du machst 0815 RP. Situation, die Kacke machst du doch in jedem Server Geiseln vorzeigen. Das ist doch der größte 0815 Random-Satz. Das ist gut, die ganzen Leute. Wenn ihr das Spaß macht, Leute, okay, mach weiter, aber das ist einfach Schwanz. Du machst das gleich wie 1000 Leute andere machen. Keine Kreativität, nichts. Nennt sich PD. Nein, nennt sich einfach nur Müll, mehr nennt sich das nicht. Ja, dann kannst du ja gern woanders hingehen. Ja, es hat doch nichts mit dir zu tun, es hat doch nichts mit dem Server zu tun, du bist scheiße. Ja, bin ich scheiße. Du kannst keine RP, es hat doch nichts mit dem Server zu tun. Ja, okay, wenn du meinst, dass ich keine RP kann. Ja, okay, ist ja cool. Situation ist aufgelöst. Digga, sagt der Hut auch. Amunai, komm her, der sagt Geiseln vorzeigen, ohne fordern. Amunai, ich sag, ich knall die Geiseln, ey, was redest du mir? Ich geb dir Möglichkeit, ich sag dir, ich lass die Geiseln reden, schreien, irgendwas. Er sagt, nein, ich muss die sehen. Bruder, wie much. Mal jetzt Retalk, Bruder. Ist das kurz RP oder was? Findet ihr das kurz RP, wenn man die Geiseln jedes Mal zeigt? Und so ein Scheiß? Ich hab die 200% geholt, da bin ich mir sicher. Nö, laut Logs bin ich von den Logs getötet worden. Ich hab dich geholt. Habe ich dir mit Pistole einen Schuss gegeben, mein Bester. Bist du mad, wa? Bist du Ozu mad? Mit der Pistole habe ich ein Schüsschen gegeben. Du hattest eine Langwaffe, 50 Schüsse, Ich hab nur einen Schuss gebraucht für dich. Mehr war nicht. Ein Schuss. Die Sache war gegessen. Jetzt Abflug mit der Putze. Perma. Amunai, der ist einfach in meinem Stream, Amunai. Oder was ist das, ja? Der schreibt in meinen Chat rein, ich gehe jetzt zu Paul. Willkommen im Support, wie kann ich dir helfen? Kann ich meine Projektleiter oder so haben? Dann machst du bitte ein Ticket auf. Kannst du dich einfach rufen? 2 Sekunden. Warte mal kurz, ich schau mal, was ich machen kann. Kannst du bitte den Stream muten? Marcel, verpiss dich raus, du Schwanz. Was für Stream, was geht dich das an? Du bist im Stream, aber okay! Kannst du mich nicht muten, was mit dir, ja? Du bist in meinem Stream und versuchst dich aufzuziehen. Ein wunderschön. Immer mit der Ruhe. Wo ist das? What the fuck, Alter? Geht's dir gut? Ich komm jetzt runter. Nein, guck mal, hört mir mal zu. Das hat mich richtig getriggert. Guck mal, ich bin am Reden im Support. Der Master ist in meinem Stream am Metern. Und dann kommt der rein und sagt, ich streame und das triggert mich. Verstehst du, was ich meine? Ja, das war Marcel und das war nicht Marcel, der in meinen Stream reingeschrieben hat. Beruhig dich mal, Samuel. Das meine ich doch gar nicht. Das hat nichts damit zu tun. Das meine ich doch gar nicht. Ich meine die Tatsache, dass er, ich bin mit der eine am Reden und Marcel ist in meinem Stream, sieht das, dass der Stream nicht gemutet ist, da kommt er rein und mischt sich ein, so als auf so Machtdemonstration. Ich stumm den Stream, als hätte er sowas zu melden. Was ist das? Ja, aber ihn gleich anschreien, das ist... Ja, aber warum kommt er rein und führt sich auf, als wäre er was? Ja, manche Leute wollen halt nicht den gewissen Streams zu hören. Aber er war ja gar nicht im Gespräch, er ist dazugekommen, hat einfach gesagt, obwohl er damit nichts zu tun hat. Verstehst du? Ja, vielleicht, weil du die Carmen nicht gefragt hast. Keine Ahnung, I don't know. Ja, ich hätte die doch gefragt, Alter. Ich habe 2 Sätze geredet. Was kommt denn hier aus der Ecke geschossen wie so ein Penis? Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Tinnitus, danke. So, Samu, wie kann man dir denn weiter? Man hört euch beide, im Stream ist okay für euch? Ja, ist okay. Let's go. Ja, guck mal. Folgendes. Ich hatte eben eine Situation, ich hatte mir eine Situation, der war in meinem Chat und der hat im Chat reingeschrieben, ich hab dich geholt, dies, das und so. Ja, das fand ich nicht so nice, wenn er in meinem Chat so rumlungert. Das sind wir gerade am Schauen. Genau, da sind wir schon dabei, das haben wir mitbekommen und sind auch schon direkt dabei gewesen. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay. Guck mal, es tut mir leid, ich will nicht schreien und so. Ich merke, ihr zwei seid korrekt, aber... Es gibt immer so diese Leute, die sich so aufspielen, als wäre... Ich habe auch manchmal 1000, 2000 Zuschauer. Ich denke, ich bin ein Nichts. Diese Leute sind... Das Ding ist, wir sind alle nur Menschen, das ist das. Ja, das ist das Ding. Ihr seid... Guck mal, du bist Projektleiter und der ist 2000 Stufen unter dir. Und der ist so abgehoben und denkt, der wäre was. Das triggert mich richtig. Versteht ihr mich ein bisschen? Ja, ich weiß, aber du musst dir denken, bei uns ist das so halt... Ja, nee, egal. Wenn Carmen das gesagt hätte, kein Problem hätte ich dir gemacht. Wäre kein Problem gewesen. Aber ein Marcel, der aus der Ecke geschossen kommt, das ist so, guck mal, weißt du, wie das ist? Ich gebe euch ein Beispiel. Du bist mit deinen Kollegen am Reden, ne? Mhm. Ihr seid am bisschen lauter am Reden. Ihr seid zu zweit.
Ja, so und dann kommt eine random Person dazu und will mit euch mitreden und sagt, schreit mal bitte nicht so, bisschen leiser. Ja, wird das euch das nicht triggern? Tag. Wir haben das jeden Tag, weil ich Pablo uns immer anschreien. Wie gesagt, ich wollte nur, dass der eine da mal dafür bestraft wird, dass er wie so ein Penner mein Stream hockt und sagt, ja, ich hab dich geholt, dies, das, ja. Aber das war kein gutes RP, habt ihr das gesehen? Man hätte es anders ausspielen können, sagen wir ja, man hätte von beiden Seiten ein bisschen anders reagieren können. Was hätte ich denn machen sollen? Ich habe doch keine Geiseln. Ich habe doch alles ein bisschen kreativ gestaltet und ich versuche, eine imaginäre Geisel zu benutzen. Was ist das denn mit, die Geisel muss vorgezeigt werden, wie in jedem 0815-Kack-Server? Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht in jedem Server gemacht wird, diese 0815-Scheiße? Ist doch gut so, stell dir vor, jeder macht es eintönig, dann wäre es so langweilig. Ich sag's dir so, wie es ist. So wie wir den Server gibt es jetzt seit 2,5 Wochen. Die Frau da, keine Ahnung, warst du das? Nein. Die war so schlecht, so schlecht. Der Typ daneben, diese Leute, die am Anfang gehabt, die waren so RP-unfähig. Jeder macht halt sein RP anders. Normalerweise macht das PD sehr, sehr gute Arbeit. Ich riech halt einen Meta-Verdacht, weißt du warum? Weil die sagen, zeig die Geisel vor und ich sage, es wird keine Geisel vorgezeigt, das Risiko ist mir zu hoch. Ich sage, ihr könnt von allen drei Geiseln die Stimme hören, die können rumschreien und die wollen trotzdem die Geisel sehen. Weil die wahrscheinlich wussten, dass ich keine habe. Weißt du, was ich meine? Das ergibt ja sonst gar keinen Sinn. Wenn ihr reinkommt, ja. Ich frage euch, wollt ihr gestummt werden? Und ihr redet mit mir vernünftig, sagt, hör mal, ich möchte das nicht, dass man mich im Stream hört, dies, das, das wäre für mich korrekt, bla bla bla. Ich wäre der Erste, der stumm würde. Aber so ist es ja nicht. Die sagen sofort den Stream unverzüglich stummen oder was weiß ich. So richtig, als wären die Jesus. Herr Samu, ich bin vorhin auch zu dir gekommen und habe gesagt, hey, kannst du kurz bitte stummen, damit ich dir kurz sagen kann, so. Ja, du hast es ja vernünftig gesagt, aber der Master kommt rein, erste Wort, Support und sofort stummen. Wenn ein Projektleiter so korrekt fragt, wer ist dieser Marcel, wer ist diese Wurst? Fahrzeugdeveloper. Wie ist der bitte so abgehoben geworden? Marcel ist wirklich ein sehr, sehr korrekter Kerl. Ja, ich glaube, du hast dich dann einfach am falschen Fuß erwischt. Genauso und? Wie die PDler. Die PDler, die was dort waren, die können eigentlich auch sehr, sehr gutes RP. Mit denen habe ich auch gestern 3 Stunden RP gemacht am einen Stück. Die können das auch sehr, sehr gut. Da kann man das PD schon loben. Ja, würde mich auch wundern, dass du was gegen den Fahrzeugdeveloper sagst. Die machen das Handling, die machen die Geschwindigkeit, die machen Designs. Man wird ja niemals die Leute anpissen, die Lambos bauen, ne? Passt, ich danke euch dann, noch einen schönen Abend, ja? Jo, das war wirklich eine Explosion, die ich gerade bei Marcel hatte, ne? Ich bin wirklich ausgetickt, Bruder. Das hat mich sehr, sehr getriggert. Das triggert mich echt krass sogar. Das ist sehr gefährlich, wenn man so ein Loch hat und jemanden triggern kann. Das könnten Leute ausnutzen. Aber die Leute nutzen das eigentlich nie auf. Ich sage euch ganz ehrlich, manchmal sehe ich so Raids von mir und diese Leute tun mir manchmal nicht immer, aber es gibt Fälle von 100%, gibt schon so 10-20%, wo es mir im Nachhinein ein bisschen leid tut. Es ist meistens zu Recht, aber keine Ahnung. Es gab manche Fälle, wo ich sage, es war jetzt nicht nötig eigentlich. Nicht viele, aber es gibt ein paar Situationen. Ja, ich habe tatsächlich darüber ein bisschen Schuldgefühle. Beispiel habe ich jetzt leider nicht. Ich erinnere mich an keinen. Ja, die Leute scheinen korrekt zu sein, aber... Jungs, wir machen nicht die gleichen Fehler. Der Server ist frisch. 3 Wochen. Ihr müsst die Leute ein bisschen Zeit lassen, weißt du? Sowas passiert nicht von heute auf morgen. Manche Leute sind einfach ein Jahr lang von korrekt und dann bilden sie sich plötzlich auf heute auf morgen auf irgendwas etwas ein. Dann sind die plötzlich anders. Was ich nie verstehen werde. Nie verstehen werde. Ich verstehe es wirklich nicht. Leute, soll ich euch mal was sagen, was ich über mich selber denke? Im Sinne von, was ich für ein Streamer bin, meine Zuschauerzahl, Abonnenten, diese ganze Scheiße. Ich denke von mir, ich wäre der größte Penner und der größte Schimmel, der nichts gerissen hat. Das ist das, was ich über mich denke, durchgehend. Deswegen triggert mich das ja, dass Leute, die irgendwelche Kacks-Supporter sind, sich so aufführen. Oder Projektleiter mit 20 Leuten auf dem Server einfach abgehoben oder sind wie sonst was. Das will ich einfach nicht in meinen Schädel rein, weil ich diese Denkweise nicht verstehe. Deswegen bin ich getriggert. Das liegt daran, dass ich pessimistisch bin. Das ist das größte Problem bei mir. Oder ich könnte morgen 500 Millionen Zuschauer haben. Ich würde trotzdem denken, ich wäre das größte Stück Scheiße. Weil ich immer ein Pessimist bin. Ich sehe alles negativ. Ich sage nie, Samu, hast du gut gemacht und so, dies, das und so. Ich lobe mich nie für irgendwas selber. Ich habe seit 7 Monaten jeden Tag ein Video hochgeladen. Jeden Tag 5 bis 7 Stunden allein an einem Video geschnitten. Ich habe nicht ein einziges Mal zu mir selber gesagt, Alter, wie krass du bist. Ich habe immer zu mir gesagt, Bruder, du bist seit 6-7 Monaten gerade mal am Start und bist schon am Heulen, du Pussy. Das ist das, was ich zu mir sage abends. Nach 6-7 Monaten, es gibt Leute, ein Gronkh, der das seit 20 Jahren gefühlt macht. Und ich bin nach 7 Monaten schon am Heulen, denke ich mir so. Das ist das, was ich über mich denke.
Was ich mir in Zukunft irgendwann wünschen würde, was ich mein Leben lang noch nie hatte, Bruder, dass ich irgendwann sage, Bro, ich bin voll glücklich. Alles richtig gemacht. Es macht mich ein bisschen traurig, dass ich noch nie in meinem Leben so einen Punkt hatte, weißt du? Klar, ich war über gewisse Sachen glücklich, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin was gemacht habe und so. Aber es ist kein komplettes Glücklichsein. Das ist halt so teilweise Glücklichsein. Aber du bist glücklich mit ihr, aber hast nebenbei noch komplett andere Probleme. Und bist in der Hinsicht richtig unglücklich. Wisst ihr, was ich meine? Dieses teilweise Glücklich hatte ich nur so kurz. Aber dieses richtig komplette Glücklich, vielleicht mal für eine Stunde oder für einen Tag, wo ich sage, jetzt ist alles perfekt. Jetzt fühle ich mich einfach atemberaubend. Ich wünsche mir, dass ich irgendwann so einen Moment bekomme. Brauchst du eine Karre, Digga? Ja. Ja, warte, steig mal ein. Ich geh zurück, Digga. Ich pack den Auto aus. Na, da ist wohl jemand flitten gegangen gerade. Danke dir. Ja, kein Thema, Mann. Hast du Bock auf den Raub? Ja, klar, steig ein. Chillige Sache. Oh, hau rein. Hau rein, Mann. Komm, steig ein. Bro, du bist mich auch, ja, du bist glaubst du da. Was denn für ein Raub? Hast du eine Waffe? Ja, ich habe eine Waffe. Okay, dann sag mir, was machen wir? Ich will so. Ich glaube, wir machen gar nichts mehr. Gleich kommt das Wasser, Alter, wie feucht einfließend das aussieht, ne? Ach du Scheiße. Boah, das sieht so schlimm aus eigentlich, ne? Ich stelle im Real Life sowas so, wie schlimm das wäre. Oh Mann, Samu, wie oft wollen wir uns noch sehen eigentlich so? Keine Ahnung. So, alle guten Dinge sind drei, oder? Ich weiß, ich habe aufgehört zu zählen. Krieg ich ein Auto? Warte, warte, ich nehme mir mal noch einer. Ja, der Arme war der denn sympathisch? Ja, der war korrekt, hol ihn auch. Okay, dann kriegst du noch. Ach du Scheiße. Ja. Sam hat gesagt, du bist korrekt. Ich komm nicht mehr hoch, hilf mir. Kriegen wir noch ein Auto? Ein Auto? Die waren ja in einem Auto drin. Das war, glaube ich, ein Lamborghini, letztes Modell. Ja, 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 ja. Ja. Der Urus war das. Ja, ja, aber ja, auf jeden Fall. Mal schauen, was ich da machen kann. Ach, genau den hatten wir, aber andere Farbe, aber egal. Hauptsache das gleiche Auto. Na dann. Ich danke dir, ja. Kann euch den Urus auch hinstellen? Na, der ist gut, passt. Danke dir. Alter, der geht hier ab wie eine Granate. Ja, dann lass das, würde ich sagen. Alter, wie geil, Alter. Endlich mal ein gescheites Fahrzeug, hatte man lange nicht mehr. Das auf jeden Fall. Oder du musst dich ein bisschen mehr nach links verlegen, sonst kippe ich aus dem Gleichgewicht, sonst kann ich nicht fahren. Ja, kann das, mein rechter Hodensack zu schwer ist, Bro. Kann aber sein, dass du gar keine Hoden hast, deswegen aus dem Gleichgewicht bist. Das kann doch nicht sein, Bruder. Das liegt wirklich auseinandergenommen, Bruder. Was machen wir denn jetzt? Ein Raub. Warum machst du ja kein eigenes Server? Meine komplette RP-Karriere besteht darin, Projektleiter Hops zu nehmen. Ich kann auch nicht selber einer werden, mal ehrlich. Du kannst ja nicht selber Projektleiter werden, wenn du so viel Scheiße schon gemacht hast. Also ich bitte dich. Das wird ja voll komisch sein, wenn ich jetzt ein Projektleiter wäre, oder? Und das wird auch sehr, sehr viele Feinde locken, Bro. Ich habe mir wahrscheinlich in der RPC so viele Feinde gemacht von den Supportern und so. Die werden versuchen, alle auf den Server zu kommen, irgendwie Scheiße zu machen. Und, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, weil ich keinen Bock habe. Ein gut Geld verdienen habe, oder? Ich merke schon, wir sind nicht vom gleichen Kopf. Ah, jetzt haben wir es. Ich hab's gleich. Ey, wer schießt da auf mich? Ey, Jo, Mann, der Kassierer dreht durch. Hände um. Das ist der Kassierer. Was für Hände hoch? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nimm die Hände nach oben. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch nichts gemacht, Mann. Der Kassierer war das. Er hat rumgeschossen. Der hat rumgeschossen und da liegt die Waffe. Der schießt immer, wenn man seinen Laden ausraubt. Ich hab seinen Laden nicht ausgeraubt, Mann. Wir haben nur ein bisschen die Brille reingeguckt und so. Wir haben was angegriffen. Auf einmal schießt er auf uns. Echt? Okay, dann. Wo ist denn jetzt unser Lambo? Der ist weggeflogen. Ich meine, wir haben gerade eine Meldung bekommen, hier, dass ein Laden raubt. Keine Ahnung, der Ladenbesitzer ist einfach durchgedreht. Ich wollte mir eine Cola kaufen, plötzlich hat er angefangen zu schießen, der Idiot. Echt? Ja. Das war echt schlimm, Mann. Ich hab Angst vor dem. Da hat er sich einfach eiskalt selber umgebracht, wie du siehst. Jetzt hat er sich selber umgebracht. Ja, richtiger Idiot, Alter. Ich hab keine Ahnung. So ein Idiot. Wo man den Leichenbestatter kann, den der abtransportieren. Ja, jede Woche ein neuer. Ja, alles. Wird ausgewechselt einfach, oder wie? Ja. Ja, die Leute, die arbeiten hier gerne, kommt der her und dann. Yo. Oh, what the Oh, da ist der Kollege Flutsch, ist mir gekommen. Lass mal. Rein da! Sofort rein! Ja, komm, mach nochmal. Komm, willst du nochmal oder? Was ist dann? Ist eine scheiß Tankstelle. Gut. Wo ist jetzt mein Lambo? Ja, ich hole euch Autos, ja. Dann haut rein und danke für die Kohle. Ja, gerne, kein Problem. Gerne immer wieder. Ja, das war der erfolgreichste Laden auf der Welt, würde ich sagen. Ja, von dem du nichts abbekommst. Ja, ich brauch nichts. Alles gut. Kriegst eh nichts. Penis, denkst du, ich geb dir was oder was? Ich brauch nichts, Mann. Ich geb dir eh nichts. Ja, ist doch gut, Digga. Als ob ich was gebe, Alter. Spaß, ich geb dir gleich. Nein, Digga, ich brauch nichts. Ich brauch auch nicht. Ja, ich auch nicht, Mann. Was soll ich damit? Genau. Durch die Lücke, hast du gesehen? Das war fabelhaft, Mann.
Ja, natürlich, was denkst du, was erwartest du von mir? Nur das Beste. Sorry, Bro, aber jetzt musst du sterben. Nein, Bro, bitte. Spaß. So, dann hau rein, mein Bester, ja? Ja, rein, Mann. Ich wurde gebannt für RDM? Gleich gibt's Support Action. Einen wunderschönen. Ja, der Rest kann ja raus, da. Danke euch. Tschüss. Wo wurde ich denn gebannt? Ich hab gar nichts gemacht. Das Problem ist, dass du gestern ohne Call auf die Leute geschossen hast. Das Problem ist, wir haben das nochmal nachgeschaut. Ich kann dir auch gerne den Clip zeigen. Ich habe ihn extra aufgehoben. Ja, ja, klar. Man hört dich im Stream, ist okay für dich? Ist okay, alles easy. Was ist denn für ein Clip? Zeig mir den mal bitte. Kann ich das im Stream zeigen? Ja, kannst du zeigen. So, dann starte mal. Analysieren wir das Ganze mal. Beide Hände auch reinkommen. Beide Hände auch reinkommen. Komm rein, der andere auch. Rein. Aber warte mal, stopp mal. Nach hinten. Ja. Ich meine, ich ziele hier permanent auf sie drauf. Der Call ist doch schon längst draußen. Wart ab. Okay. Du musst ja, das Problem ist, dass du den Leuten ja keine Aussicht gibst auf irgendetwas. Halt, sie ja, sterben okay. Sowieso. Aber nach hinten. Mal. Komm her. Ah, der Call ist draußen. Leg deinen Arsch. Mach ja, keine Scheiße. Alle, wir haben ab nach hinten. Problem, unsere Fahndungsführung. Ja, auf dem Scheiße hier. In die Ecke mit euch. Ne? Da habt ihr eure Geiseln hier, Muschis hier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall. Sport seid ihr noch in der Nähe? Positiv, Sport ist gleich wieder da, die Geisel. Die Leute, das was ich weggeben musste. Denkt ihr, wir kommen hier, Kollege, komm. Warte mal, geh mal zurück. Ich bin nur hier den Kollegen rufen muss. Hier ist aber nirgendwo anders ein Laden, wo ich hingehe. Warte mal, stopp. Warum tappt ihr überhaupt raus? 10 Sekunden. Das darfst du mich nicht fragen. Es geht nur um den Call. Warum tappt ihr überhaupt 10 Sekunden raus? Das kann ich dir nicht sagen. Es ging mir nur um den Call. Dann kann ich mir vorstellen, was sie in den 10 Sekunden gemacht hat. Was ist das? Auto weggeben musste. Ja, das hatte wirklich mit dem Auto zu tun, dass du sie jetzt umbringst. Denkt ihr, wir kommen hier lebend raus? Na, Mama, stopp. Ja. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wo macht ihr denn da 10 Sekunden raustappen? Wo ist sie? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, du kannst dir denken, was sie da 10 Sekunden macht, oder? Ja, aber sag mal, was bringt es ihr? Sie ist als Geisel, sie macht ja in der Hinsicht nichts. Sie sagt ja auch nichts Sonstiges. Es kommt ja jetzt der Part. Okay, wir wissen, dass sie vorher mal gemietet hat. Wir sind Bescheid. Jetzt pass auf. Umdrehen. Ah, verdammt. Habt ihr gefunkt, dass hier kein anderer Komplize ist? Haben die. Die haben gefunkt. Sag, ja? Die haben gefunkt. Ihr habt gefunkt? Ja. Verstehst du? Euch was. Sie haben halt warte mal, warte. Wo war das jetzt RDM? Sie haben nicht ich hab gefunkt, RP-Hintergrund. Ja und? Tut doch gar nichts zur Sache. Ich hab 3 Geiseln. Eine Geisel sagt, dass sie gefunkt haben. Das ist aber ein Stream-Sniper. Ja, aber das weiß ich doch gar nicht. Ist doch nicht mein Problem. Hä, der hat ja auch mit dir dann drüber geredet. Was hat der mit mir darüber geredet? Hey, das ist doch nicht mein Problem, das ist doch kein RDM. Wenn der Typ zu mir sagt, die haben gefunkt, dann knall ich die ab, weil die nicht das gemacht haben, was ich denen sage. Sie haben aber nicht gefunkt. Ja, aber der Typ hat mir das gesagt und ich habe gedacht, die haben gefunkt. Ich habe einen RP-Hintergrund. Samu. Ja, was? Ich habe einen RP-Hintergrund. Also, wenn mir im Real Life eine andere Geisel sagt, die haben gefunkt, das soll ich ihm nicht glauben, oder was? Also, Pablo, mein Hört sich im Stream ist okay für dich? Ja, alles gut. Ja, sozusagen ist gar kein Grund wirklich da gewesen. Natürlich hatte ich einen Grund, verdammte Scheiße. Die Geisel hat zu mir gesagt, die haben gefunkt. Ja, das war Samu, wahrscheinlich irgendein Affe aus dem Stream, der Scheiße machen wollte. Getötet hast, vor der Tür. Sie sind ja die, sie haben genau das, was du gesagt hast, haben sie ja gemacht. Sie sind vor der Tür stehen geblieben, du hast gesagt, sie sollen nicht reinkommen. Hör auf jetzt abzuschweifen. Wir bleiben jetzt bei den 2. Dann, hör auf jetzt, das zu rechtfertigen, den Bann. Es geht ja darum, dass du gerade sagst, dass diese 2 Leute erdämmt wurden, aber die wurden nicht erdämmt. Ich schwöre es dir, so war ich hier sitze, der Typ hat zu mir gesagt, die haben gefunkt und ich habe dem das geglaubt. Ja, das war wahrscheinlich ein Stream-Sniper. Ja, ist mir doch scheiße, ob das ein Stream-Sniper ist. Habe ich in dem Moment halt geglaubt. Wenn das ein Stream-Sniper ist, dann glaube ich dem das doch erst recht. Weil er dann für mich was sagen würde, dass er mir helfen will quasi. Da glaube ich ihm das doch erst recht, dass sie gefunkt haben. Das Argument passt ja gar nicht mit dem Stream-Sniper. Da wird der gerade das sagen, was auch wirklich die Wahrheit wäre, damit ich nicht in die Scheiße gerate. Da würde ich ja erst recht denken, dass sie gefunkt haben, weil der Stream-Sniper mir helfen will quasi. Dann müsste den Stream-Sniper bestrafen und nicht mich. Ist doch nicht mein Brot. Aber die Frau hat gemeldet, also was redet ihr hier? Die Frau ist 10 Sekunden rausgetappt. Also wer tappt dann 10 Sekunden einfach raus? Wegen einer RP-Situation, also ich bitte dich. Samu, du hast doch gerade vorhin gesagt, dass das PD auf keine Sachen eingegangen ist, ja? Ja. War das korrekt? Ja. Das ist nicht so gewesen, weil du warst hinten. Alex, halt der 2 PDler sind vor der Tür gestanden. Der wollte mit dir reden und dann hast du beide umgeknallt. Hör mal zu, das, was du da erzählst, ergibt gerade alles gar keinen Sinn. Ich habe 2 PDler abgeknallt. Du hast 4 PDler abgeknallt. Ja, ich habe die 2 PDler abgeknallt. Ich brauche keinen Call mehr für gar nichts. Ich kann jetzt alle PDler abknallen. Denkst du, ich verhandle da noch irgendwas? 2 sind tot. Was ist denn die Mission? Ja, aber was ist dann die Mission von dem Raub, hä?
alle PDler umknallen, damit. Weißt du, was euer Fehler war? Dass ihr den Stream-Sniper nicht gebannt habt, vielleicht. Wenn ihr wusstet, dass er ein Stream-Sniper war. Einen Moment mal, warte mal. Jetzt kommen meine Aufnahmen. Ich hab hier meine auch auf, wenn du willst. Nee, ich hab doch die ganze Situation bei mir. Aber ich check das nicht, warum du abschweifst. Du kommst erstmal mit den zwei, das versuche ich dir zu erklären. Es geht nicht um Abschweifen. Natürlich, du kommst jetzt mit den nächsten zwei. Du gehst ja gar nicht auf das ein, was ich sage, mit den 10 Sekunden raustappen. Ich hatte das so oft schon, diese Leute sind immer jetzt mit der entlarvt worden. Warum tappt die 10 Sekunden raus? Komm, hol mir die. Wie soll mir mal beantworten, was die 10 Sekunden gemacht hat im Desktop? Ich schau mal, ob es jetzt ist. Ist genau diese Zeit, die du halt brauchst, um irgendwas nachzuschauen. Aber so in der Hinsicht würde auch niemals eine Geisel so wirklich andere verraten. Die sind ja sozusagen da, um ihnen zu helfen. Das PD. Und er droppt einfach direkt so, die haben gefunkt oder sowas. Ja, mein Bester, das macht keinen Sinn, was du erzählst. Eine Geisel würde sowas erst recht versuchen, damit er bei dem Räuber gut dasteht und dass er den Räuber erst recht dann nicht abknallt. Weil die Angst haben und aus Angst versuchen, den Räuber ein bisschen den Pimmel zu lecken und den irgendwie zu helfen, damit die ihn selber überleben. Ja, aber instant? Ja, was denn instant? Er ist ja gerade erst da reingekommen und hat das sofort gerufen. In der Hinsicht, er ist ja gar nicht... Nein, ich hab den erst gefragt, haben die gefunkt. Danach hat er beantwortet. Okay. Der hat das nicht mal alleine gesagt. Achso. Ja, das hab ich nicht richtig mitbekommen. Hallo? Man hört euch beide im Stream, ist das okay für euch? Alles gut, also meinerseits ist in Ordnung. Mir egal. Meine Frage, was hast du gestern gemacht, 10 Sekunden in dem Clip? Wo du rausgetappt bist, was hast du gemacht? Ich war nicht in deinem Stream, ich schwöre, ich habe. Ja, was, das hat doch gar keiner beschreitet. Bist du gerade im Stream drin oder woher weißt du das? Nein, bin ich nicht. Aber wieso kommst du denn mit so einem Argument? Weil ich glaube, dass du darauf hinausgehen möchtest. Hä, was redest du? Wie kommst du auf sowas? Also ich habe im Discord jemanden geschrieben, deswegen bin ich rausgetippt. Dann zeig mir mal die Nachricht bitte, ja? Um diese Uhrzeit. Was du um diese Uhrzeit wegen geschrieben hast. Ich kann euch ja nachvollziehen, ob du um diese Uhrzeit genau in dieser Minute eine Nachricht geschickt hast an jemanden. Ich glaube, das war um 22.57 Uhr, weil das war der Kollege, der neben mir stand. Was du glaubst, ist jetzt, ich brauche einen handfesten Beweis. Ja, ich muss halt wissen, um wie viel Uhr das war. Kann ich eventuell etwas gucken an deinem PC? An meinem? Ja. Was willst du denn gucken? Desktop, kannst du vielleicht eine Desktop-Aufnahme aufmachen, wenn es okay ist für dich? Von dem Chat oder was? Nee, einfach so, ich würde dich ein paar Sachen fragen, wo du draufklickst, um irgendwas zu prüfen. Das möchte ich aber nicht in deinem Stream machen. Das machen wir nicht im Stream, ich guck selber. Ja, dann können wir das ja gerne. Okay, dann machen wir Desktop, Desktop an. So. Nein, ich werde es nicht im Stream zeigen. Machen wir deinen Desktop an? Ja, welchen Bildschirm, rechts oder links? Egal, es ist nicht relevant. Also es geht nicht um diese Desktop, es geht um was anderes. So, Moment. Man sieht das nicht im Stream, keine Sorge. Kannst du, was benutzt du für einen Browser? Du bist Google Chrome Benutzerin? Ja. Okay, geh mal auf Google Chrome. Ja. Zeig mal deinen Verlauf. Oben rechts musst du auf diese Punkte drücken. Da? Ja, in einem Verlauf. Drück drauf. Da? Ja. Warte, geh mal hoch. Mach mal langsam. Ein bisschen weiter runter. Wo willst du denn hin? Sag mir, wo du hin willst. Bisschen weiter runter. Ja. Weiter runter. Noch ein bisschen weiter. Warte. Um 5:01 Uhr warst du in meinem Stream. Um 5:00 Uhr, um 4:09 Uhr. Warum sieht die Uhrzeit so komisch? Um 5:00 Uhr morgens? Weil ich um 5:00 Uhr morgens deine Videos angeschaut habe. Okay. Welche Uhrzeit ist das? Ist das gestern gewesen oder was? Oder heute? Ja, das war heute, ne? Ja. Du warst um 23:01 Uhr in meinem Stream. Ich war nicht in deinem Stream. Hä, du siehst es da. Gestern Mittwoch, 23:01 Uhr. SXRK. Hä, das steht doch da. Wir haben heute Donnerstag. Das war gestern. Das war genau in dieser Uhrzeit. Warum machst du das denn jetzt aus? Nein, da war sie tot. Da war sie schon tot. Mach mal wieder an. Oh Mann. Zeig mir den Verlauf. Du warst 22:59 Uhr, 23:01 Uhr und 23:01 Uhr. Warum machst du denn meinen Stream dreimal hintereinander auf? Dreimal hintereinander links? Kann das etwas sein, dass du dreimal hintereinander zumachst, wieder anmachst? Oder was ist da los? Geh weiter runter. Ey Junge, willst du mich gerade verarschen? Ich zeig dir doch nicht alles, was ich privat mache. Na, ich guck doch nicht auf deine privaten Sachen. Ich guck doch nur auf die Stellen, wo du in meinem Stream warst. Das ist der andere Tag. Ich war nicht in deinem Stream. Was redest du? Du warst um 22:59 Uhr in meinem Stream. Warum machst du denn meinen Stream dreimal hintereinander auf? Kannst du mir das mal erklären? Zeig dir jetzt, was mir geschrieben wurde um diese Uhrzeit hier, bitteschön. Zeig mir doch den ganzen Verlauf. Was hast du geantwortet? Warum schickst du das an, was ich mit jemandem schreibe? Dann habe ich aber keinen Beweis. Du hast ihre Sachen gesehen, wann sie in deinen Streams drin war. Und sie ist danach erst in deinen Stream gegangen. Sie war davor nicht in deinem Stream. Aber die ist trotzdem in einer Situation in meinem Stream, egal ob es davor oder danach. Ich glaube so, dass es davor schon war. Ja, aber du hast ja aber gesehen, die Tatsache, dass sie drin war. Der hat dir das ja gezeigt. Die ist 30 Sekunden später in meinem Stream gewesen. Als ich tot war, richtig. Dreimal. Zeig mal den ganzen Verlauf. Ich will sehen, was ihr da geschrieben habt.
Ich möchte dir nicht Ich weiß ganz genau, warum du es zeigen willst, weil er irgendwas mit Metagaming ist. Nein, ist es nicht. Ja, okay, gönn den Stream. Hat Spaß gemacht, wenigstens? War guter Stream? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Warte mal. Gib doch mal wenigstens Props. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Hast du Verbesserungsvorschläge eventuell für den Stream? Weil du warst ja so lange drin gestern. Ich war nicht lange drin, nee. Du meinst doch eben, dass du 5 Uhr morgens auch die Videos sogar guckst. Ist der Support jetzt hier abgeschlossen, oder? Ja, danke schön. Nein, warte. Verbesserung hast du nicht, oder was, für den Stream? Dann macht's gut. Ciao. Alter, so gemetert, Alter. Wer ist jetzt im Band? Samu. Nee. Oh mein Gott, boah, ach du Kacke, Alter. Samu, wir haben dir die Bestätigung gegeben, dass sie erst danach in einem Stream drin war. Ach du Kacke, ihr seid so lost, Alter. Die ist einfach fast in der gleichen Minute im Stream drin, ne? In jedem guten Server wirst du dafür direkt gebannt werden. Bei so einem krassen Beweis. Die war einfach eine Minute später, 3 Mal hintereinander hat mein Link da gestanden. 3 Mal hintereinander hat den Stream in den Verlauf gehabt. Ja, sie war auch in der Nacht drin, weil wir über die Situation geredet haben. Ja, genau. 3 Mal ist die im Stream drin, Alter. Das ist ja voll peinlich. Ich kriege einen Bann wegen Erdamm und ich hab nicht mal Erdammt. Was ist denn jetzt mit dem Erdamm? Ich hab nicht Erdammt. Samu, es war trotzdem kein Call da. Was redest du? Ich hab doch auf sie gezielt. Oh Mann, Samu. Okay, du willst es nicht anders. Da habe ich leider keine andere Wahl. Da muss ich leider die Situation aufmachen und leider den Server. Oder leid es mir tut, das RP-Niveau ein bisschen präsentieren. Es tut mir leid, du lässt mir leider keine andere Wahl. Also deine Aussage ist... Also es ist laut dir kein Call, ne? So, ich knack hier den Safe auf. So, hier fängt's an. Also, dass sie schon sowieso so schon reingestimmt kommt, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr nice RP von der Alina, wie ich hier mitbekommen habe. Wir machen weiter. Sonnenbrille weg, sonst werde ich ungemütlich. Das wollen wir ja nicht, oder? Warum möchten Sie denn, dass ich meine Brille ausziehe? Deswegen mach die Sonnenbrille jetzt ab. Ich möchte gerne meine Brille aber aufbehalten. Sonnenbrille sofort runter. Dann fordere ich dafür aber auch eine Geisel. Halt die Fresse, okay, wenn das so ist. Naja, sie fordern von mir etwas, dann... Also erstens, dass ich ja sage, Sonnenbrille runter, ich bin ein Geiselnehmer, ich werde ungemütlich, die ist nicht mal fähig, ihre Sonnenbrille abzusetzen. Dafür will die von mir eine Geisel. Also das ist das beste RP-Niveau, was ich seit langem wirklich von einer Frau gesehen habe. Wir machen weiter. Erstmal besorgt ihr mir einen Helikopter. Sie wollen einen Helikopter? Ich will einen Helikopter, da ein Prachtexemplar möchte ich. Sie möchten einen Helikopter. Helikopter, haben. Genau, also, so ist es. Hören Sie mir mal bitte kurz zu. Ja, was jetzt? Sollten meinen Kollegen, den Geiseln oder mir etwas passieren, sind wir gezwungen, den Laden zu stürmen. Ja, ist doch okay, Zuckerpuppe. Ja? Oh, Scheiße, das tut echt weh, der zuzuhören, Bruder. Das ist echt RP-Niveau von allerfeinsten. Hol mir jetzt den Helikopter und beweg deinen Arsch. Den Helikopter gibt es, wenn wir eine Geisel bekommen. Guckt euch das weiter an. Ich will euch mal zeigen, wie lang meine Toleranz ging. Wie lange es überhaupt gedauert hat, bis ich angefangen habe zu schießen. Wie lange ich versucht habe zu verhandeln. Damit ihr es mal versteht. Sonst wäre ich ungemütlich. Ja, dann geben Sie mir eine Geisel. Du bringst mir erstmal den Helikopter. Der Helikopter kann landen für eine Geisel, das ist kein Problem. Ich werde einen Helikopter von euch bekommen für 2 Geiseln insgesamt. Zeigen Sie mir die Geiseln. Holt ihr mir den Helikopter, was ist da jetzt los? Ich hole den Helikopter, wenn ich die Geiseln gesehen habe. Ich möchte erst den Helikopter. Ich möchte erst die Geiseln sehen. Ich möchte erst den Helikopter. Und ich möchte die Geiseln sehen, der Herr. Ich möchte den Helikopter, verdammte Scheiße. Ich möchte ja wissen, ob es den Geiseln gut geht. Hol mir den Helikopter. Ich möchte zuerst wissen, ob es den Geiseln gut geht. Denen geht's gut, verdammte Scheiße. Mein Komplize ist bei denen. Ja, das können Sie mir sagen. Willst du das Risiko eingehen? Soll ich die Geisel jetzt töten? Nein, sie sollen die Geiseln natürlich nicht töten. Wenn du mir jetzt den Helikopter nicht holst, töte ich die Geiseln. Ich brauch den nicht mal zu töten, mein Kollege macht das. Hol mir den Helikopter. Ach, ich habe lange nicht wieder so eine Scheiße gesehen. Ich merke auch gerade, wie krass ich meine Zeit verschwendet habe mit so einem schlechtes RP. Und einfach, das ist einfach komplett Zeitverschwendung, wenn ich mir das gerade so angucke. Ist euch gerade aufgefallen, wie lange ich mit denen diskutiert habe? Wie lange ich versucht habe zu verhandeln? Pablo war bei dir im No-Clip. Ja, warum sagt er das dann denn nicht? Und ihr kommt mir da mit Erdem nach 10 Minuten. Nachdem ich 10 Minuten versucht habe, mit denen zu reden, den 20 Mal gedroht habe und die immer noch nicht in die Pötte gekommen sind und mir irgendwas mal erfüllt haben. Die wollen die Geisel im Voraus? Welcher Geiselnehmer gibt eine Geisel im Voraus? Nein, sie wollen ja nicht im Voraus, sondern sie wollen sie immer nur sehen. Nein, wollen sie nicht. Hier, guck. Hör dir das jetzt an. Senia, und dann sag mir das, was du eben gesagt hast, nochmal. Den Helikopter gibt es, wenn wir eine Geisel bekommen. Hat das gereicht oder muss ich noch mehr zeigen? Oder sollen wir weitermachen? Ja, sie sagt aber auch, sie will die Geisel sehen und dann, ob es ihnen gut geht. Und sie kriegt ja, für eine Geisel kriegst du ja eine Heli. Man hört, glaube ich, sogar im Hintergrund den Was Heli. Redest du? Bitte mal, hör mir nochmal zu. Wir wollen nicht laut werden. Samu kommt runter. Hör zu. Den Helikopter gibt es, wenn wir eine Geisel bekommen. Den Helikopter gibt es, wenn wir eine Geisel bekommen. Ja, Heli für Geisel.
Auch so wie du gesagt hast. Was redest du? Ich sag doch, bin mit der Helikopter. Und die sagt zu mir, den Heli bekommst du, wenn sie die Geisel bekommen. Dann wird die mir antworten, okay, du kriegst den Heli. Die antwortet ja dagegen, also will die erst die Geisel. Ist doch logisch. Kannst du die deutsche Sprache nicht oder was ist das? Sag mal, du brauchst jetzt mich nicht beleidigen. Ja, aber warum verstehst du das denn nicht? Warum muss ich das denn erklären? Wer ist diese Alina? Ist das deine Freundin oder was hier los? Nein. Ja, aber das, ich verstehe das nicht. Guck mal, ich sag zu der, hör mal zu. Hol mir jetzt den Helikopter. Helikopter, beweg deinen Arsch. Den Helikopter gibt es, wenn wir eine Geisel bekommen. Den Helikopter bekommen? Also, warum soll ich denn darauf antworten? Dann wird doch den Heli holen, wenn die... Das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber wir gucken erstmal jetzt die Situation weiter, okay? Was ist denn jetzt? Krieg ich jetzt meinen Helikopter, was ist da los? Ja, ich habe Ihnen gesagt, wir wollen die Geiseln erstmal sehen, bevor ich will erstmal meinen Helikopter. Der Helikopter wird landen, wenn wir die Geiseln gesehen haben, habe ich Ihnen gesagt. Der Helikopter ist halt schon gelandet, wie lost die ist, wie schlecht die ist, einfach so RP-unfähig. Ist ein Helikopter. Ey, nach hinten, nach hinten. Haben wir 4 Geiseln jetzt, nach hinten. Jani, du spectatest mich doch gerade, mein Bester. Warum bannst du nicht rein, während der hier gerade ist, reinrennt? Weil ich den in dem Augenblick gar nicht gesehen habe, wenn ich echt bin. Ah, okay, jetzt hast du nicht gesehen. Es ist meine Schuld, wenn ich durch die Geisel beeinflusst werde. Nein, ohne, ich hab den wirklich nicht gesehen. Okay, das ist nicht deine Schuld, aber dass die Geisel mich beeinflusst und sich dann durch die RP-Situation so sich beeinflussen lässt, ist natürlich meine Schuld, ne? Du hast keine Schuld, ich hab nur die Schuld. So, da hast du schon mal eine Geisel gesehen. Die anderen 3 sind auch hinten. Hat dir das gereicht? Jetzt habe ich noch eine Geisel. Ich rede, mir wird nicht gar... Die geht da im Kreis. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiße ist. Ich habe wirklich so eine Scheiße... Ich habe gerade AIDS in den Augen, dass ich diese Scheiße mir angucke. Aber hier ist lange an der Geduldsfaden geredet. Guckt euch mal diese Scheiße an, wie lange ich mit denen rede und die mir nicht antworten. Was soll ich machen? Hallo? Das ist RP oder was für euch? Das ist RP-Niveau? Was ist denn jetzt hier los? Wird der Forderung jetzt nachgegangen oder was ist da los? Kommen Sie mal, treten Sie mal vor. Wir werden jetzt verhandeln. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen es anders. Was denn? Beide Endo reinkommen. So, ab hier fängt es an. Jetzt sagt mir mal bitte, wie lange hat es gedauert, bis ich das gemacht habe? Bis du sie umgeschossen hast? Ich habe keine Ahnung. Nein, das meine ich doch gar nicht. Wie lange hat es gedauert, bis ich zu dieser Situation komme, wo ich die Waffe ziehe? Was ist alles passiert? Wie oft wurde mir widersprochen? Wie oft wurde der Forderung nicht nachgegangen? Gar nichts. Man konnte nichts verhandeln, gar nichts. Ja, aber du hattest ja einen Heli dort stehen schon. Verdammte Scheiße, was redest du? Der Helikopter, der bringt mir doch gar nichts. Ich habe gesagt, vor der Tür, was soll ich denn da auf dem Dach? Ja, sie hat wahrscheinlich gewartet, bis sie die Geisel sieht. Ich kann es ja nicht sagen, was die Intention ist. Ach du Kacke, Alter. So, und du sagst ja, ich habe einen Call. Hier, ich ziehe auf die. Euer Regelwerk. Hier steht drinne, ein Schusscall muss verbal abgegeben werden oder indem man 5 Sekunden offensichtlich auf die Person zielt. Ich weiß nicht, wie lange ich auf die ziehe. Ich glaube sogar 20, 30 Sekunden ist die durchgehend. Rein. Nach hinten. Nach hinten. Komm her. Beweg deinen Arsch. Mach keine Scheiße. Ab nach hinten. Ihr Haufen Scheiße hier. In die Ecke mit euch. Da habt ihr eure Geiseln hier. Muschis hier. Ich sehe, ich habe eine Frage. War ich in 5 Sekunden? Hat das doch gereicht? Ja, das hat gereicht. Ja, okay, gut. Ich dachte, es wären 2 Sekunden gewesen. Nein, lass weiter. Lass weiterlaufen. Die Aussage trifft sogar zu. Moment, ich gehe kurz raus, abchecken. Das ist die Stelle, wo die Leute im Chat geschrieben haben, dass sie Meta haben, weil die nichts Waffen rausholen. Und das ist auch die Stelle, wo die tappt. Und da diskutieren sie dann mit ihm. Ja, die kommt gleich, die Stelle. Und dann ist sie rausgetappt, dort hat sie dann geschrieben, das hat sie auch bewiesen. Und sie hat ja dann auch den Browser bewiesen. Ah, erzähl mir nichts, verdammte Scheiße. Sie war innerhalb von 2 Minuten 3 Mal in meinem Stream drin, 1 Minute später. Ja, aber nachdem es kann ja auch sein, dass sie den Stream schon offen hatte, ne? Und das dann einfach aktualisiert hat. Ist also anscheinend erlaubt, dass die Leute im Stream hocken. Verstehe. 1 Minute später. Ah, verdammt, habt ihr gefunkt, dass hier kein anderer Komplize ist? Haben die haben gefunkt. Sag, ja? Die haben gefunkt. Die haben gefunkt? Ja. Euer Leben ist euch anscheinend nichts wert. Also, ich will den Clip von... Lass jetzt mal, warte. Ich hab Geisel, was für reinrennen? Reinrennen? Das ist mir aber zu riskant. Hat es gereicht? Als Grund? Hallo? Für mich war das nicht wirklich ein Grund. Alter, was redest du? Lan, was redest du, Lan? Was ist mit dir? Du bist scheiße, oh mein Gott, du bist Projektleiter. Ja, fick deine Mutter. Weg mit dir, meine kleine Fotze, ja. Du sollst den Server leiten, Alter. Geh mal lieber mit Lego-Stein spielen, du Nutze. Armer, mein Gott, Mann. Fotze, Alter. Alter, was verschwende ich meine Zeit hier, ja? Mein Gott, Alter, was ist mit der falsch, Alter? Oh Gott. Ich versuche nochmal!
zu tun. Ich versuche wirklich ganz normal zu bleiben. Die Leute sagen das Samo, warum lass es aus? Bruder, die so dumm! Die so dumm! Mit seiner kleinen Fotze da, die versucht die einfach in Schutz zu nehmen. Die ist in meinem Stream. Die ist tot um 58. Fast. Ich gucke auf ihren Google-Verlauf. So, der blitzt mich jetzt sofort beim Scheißen treffen, wenn ich lüge. Hat die auch eben zugegeben. Ich gucke in den Verlauf. 22:59, 23:23 und 23:03 links hintereinander, wo mein Name steht. Ihrem Suchverlauf. Dreimal hintereinander stand da mein Name. Die tappt auch noch raus während der Situation. Die Tatsache, dass sie während die lebt raus tappt und dass sie danach in meinem Stream ist, zwar eine Minute später, reicht der Fotze nicht. Aber nein, das Samo hat kein Schussgrad gegeben! Oh, ich hab kein Schussgrad! Alter, ihr könnt nicht mal euer Regelwerk. Ach du Scheiße, ich war auf dem Server vor ein paar Tagen. Ich dachte, alles cool, dies, das. Ihr seid ein Haufen Scheiße, Mann. Alter, ihr habt doch gar keine Ahnung. Deswegen, RP macht ja gar keinen Sinn, Alter. Ich bin doch keine so. Ich mach keine RP mehr, ja? Ich knall alle ab jetzt. Ist mir scheißegal, hab meinen Spaß. Drauf geschissen, ich verstehe doch nicht meine Zeit mit so einer Scheiße. Die Leute sehen in TikTok, die kleinen Schwarzen auf TikTok, die RP, gutes RP. Die sehen zwei Sekunden Abschnitte und denken, dass RP, ich knall direkt die Leute ab. Ich werde dieses Material wahrscheinlich auch auf eine Minute kürzen. Dann sieht das wahrscheinlich auch so aus, als würde ich anfangen zu ballern. Die wissen das, was dazwischen passiert, gar nicht. Weil die dumm sind. Die haben kein IQ, weit zu denken. Aber wenn du ein bisschen denken würdest, wenn ihr diesen Clip irgendwo auf TikTok zum Beispiel seht, der wird eine Minute gehen. Dann würdet ihr denken, ah, der macht direkt Stress, der ballert direkt Leute weg. Bruder, ich hab da 10 Minuten mit der versucht zu verhandeln. Die wollte eine Geisel für ihre Sonnenbrille, damit die die runternimmt. Die kleine Schimpe wollte, dass ich da eine Geisel gebe, damit die Brille, ihre Brille, Brille. Für Brille, Bruder, für Brille. Könnt ihr euch das ausmalen? Ich zock GTA seit 2013. Aber so eine Scheiße in dem Spiel habe ich noch nie gesehen. Ich sag, ich knall die Geisen ab. Die Brille ist immer noch oben. Die behauptet am Anfang, die hat mich noch nie geguckt. Die hat, glaube ich, geschworen sogar. Ich schaue. Bruder, ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch. Ich lüge euch nicht an. Ich habe in ihrem Suchverlauf, habt ihr auch selber eben von der Aussage von ihr gehört, gesehen, dass die um 4 Uhr morgens viermal hintereinander meinen Chat offen hatte. Also den Link. Da stand einmal SXAK und danach stand da dreimal darunter, jetzt werden Ärsche versohlt. Das bedeutet, dass sie drei unterschiedliche VODs geguckt hat von mir. Morgens um 5 Uhr. Und die hat vorher behauptet, die hätte noch nie bei mir zugeschaut. 5 Uhr morgens guckt die drei VODs von mir. Anscheinend hat die eine VOD nicht gereicht, hat die noch zwei weitere geguckt. Warum hat die drei VODs geguckt? Innerhalb von, da waren dazwischen immer so ein paar Minuten. Warum? Samu, beantwortet euch die Frage! Weil die kleine Bitch wahrscheinlich die Stelle gesucht hat, wo die vorkommt! Damit die nicht auf meine Finger kann! Die wollte für ihre Sonnenbrille eine Geisel, Bro. Jani, soll ich, damit die mit mir spricht, der auch noch zwei Geiseln geben oder was? Und dann mich abklären lassen und dann abführen lassen? Oder was ist die Mission von der gewesen? Halt auch wieder ein schlechter Server, ne? Ist halt wieder genauso kacke wie jeder andere Server. Projektleiterin, die keine Ahnung von irgendwas hat, hat sich einfach Projektleiterin machen lassen. Die hat wahrscheinlich am wenigsten Ahnung von RP. Erzählt mir da was von RDM, Bruder, ja? Erzählt mir da was von RDM, Bruder. Wenn ich schon dran denke, drehe ich durch. Die weiß nicht mal ihr eigenes Regelwerk. Dass man 5 Sekunden ziehen muss, um eine Caution zu haben. Pedila sagt zu mir, wir stürmen jetzt rein. Und Samu knallt das Ding ab. Und dann ist das Samu schuld, oder was? Nein, die Pedila sind nicht schuld, dass sie reinrennen wollen. Die Pedila sind nicht schuld. Warum wollten die denn plötzlich reinrennen? Haben wahrscheinlich im Stream gesehen, dass sie tot waren? Hopp, rein da. Alter, das ist belastend, wenn man die ganze Zeit mit einer Person redet, die einfach es nicht versteht. Es ist, als würde man mit einer Wand reden. Das war das erste Mal, dass ich ein Support-Gespräch sogar selber verlassen habe einfach. Tatsächlich. Das habe ich noch nie gemacht. Weil es nicht anders ging. Es war einfach zu schlecht. Es konnte ich mir einfach nicht mehr geben, Bro. Ich wäre durchgedreht, wenn ich da noch weiterhin drin geblieben wäre. Totale Verschwendung von meiner Zeit gewesen. Egal. Ich hatte 3 Tage Bahn, die soll mir bitte ein Perba geben, aber ich würde auf dem Server nicht mal für eine Trilliarde Euro drauf zocken, weil der Server so kacke ist. Als ob ich auf so einem Server zocke, wo so jemand Projektleiter ist, ja. Ach du Kacke, Alter, wie Fremdscham. Die ist so geil auf die Ding gewesen, auf die Geiseln, weil die wusste, dass ich keine habe, weil die es im Stream gesehen hat, Bruder. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Jeder, der ein bisschen Menschenverstand hat, weiß das doch auch, mein Bester. Ich habe in ihren Suchverlauf einfach insgesamt meinen Namen locker 6-7 Mal gesehen, insgesamt, in 1 Tag, 1-2 Tagen. 6-7 Mal stand da einfach mein Name.
Willst du mir erzählen, dass so jemand nicht Meter hat? Dann glaubst du wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Tatsächlich passt hier sogar das Wort Meterfotze. Wie die Brille aufs Auge. Das Wort passt zum ersten Mal richtig wortwörtlich, Meterfotze. Ach, ich wollte euch die Stelle eigentlich noch zeigen, wie ich gestorben bin in der Situation. Hallo, nicht schießen auf mich, begeistert. Guck mal, das war der Schwanz, der gestern in meinem Chat war und behauptet hat, der hätte mich getötet. Oh Gott, wie Fremdscham. Hier. Mich hat ein Modder getötet. Ich bin gar nicht gestorben. Der hat mich gar nicht getroffen. Der Penis. Der war gestern mein Chat und hat behauptet, der hätte mich 100% getroffen. Hat, glaube ich, sogar darauf geschworen. Guck mal, seine Schüsse, wo die hingehen. Das war sein letzter Schuss hier gerade. Zack, jetzt ist er gestorben. Es kam kein Schuss mehr. Ach du Kacke, wie Fremdscham. Was ein Hampelmann. Guck mal, wie er nicht verlieren kann. Warte mal, warte mal. Hast du es in den Lungen stehen? Ja, ja. Nein, mich hat dich doch in den Kopf getötet, oder nicht? Mit einer Langwaffe? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, wie Fremdscham. So eine Huren, der will sich aber eine drauf eine runterholen. Nee, nee, also in den Lok stand, dass jemand anderes war. Also. Alter, wie Fremdscham, Bro. Wie kann man so Fremdscham sein? Ach du Kacke. Willst du dir unbedingt drauf eine runterholen? Hier hast du den Beweis, du hast mich nie getötet, du bist eine Huren. Ich hab dir mit einer Pistole einen Kopfschuss gegeben und dann lag sie da wie eine Karotte auf dem Boden. Ich denke einfach, dass sie einfach. Ach, keine Ahnung, Bro. Die kannten dich safe real life, irgend sowas. Ich habe noch einen Faktor dazu gelernt, warum es für mich persönlich niemals Sinn macht, RP zu spielen. Die Tatsache, dass ein Projektleiter oder Projektleiterin mit Leuten auf dem Server zu tun hat, ist schon das größte Minus-Kriterium dafür, einen Server zu suchen und dort RP zu machen. Das System ist einfach schlecht. Generell. Du kannst kein anderen System teilnehmen, wo derjenige, der das kontrolliert, mit gewissen Leuten mehr zu tun hat, als wie mit anderen. Es ist komplett unprofessionell. Dafür musst du ein krasser Typ sein und sehr professionell bleiben können, um das auseinanderzuhalten. Das kann keiner. Deswegen machen diese Leute doch RP-Server auf, weil die nichts anderes gebacken bekommen. Denkst du, solche Pimmellecker könnten irgendwie ein Spiel programmieren oder irgendein Spiel herstellen? Das Einzige, was sie können, ist auf den Knopf drücken, mit Import-Auto irgendwelche Lizenzen kaufen. Was eine Arbeit von 10 Sekunden ist, und irgendeinen Server einfach leiten und dann irgendwelche drauf zocken zu lassen, nur weil deine Frau Projektleiterin ist, wahrscheinlich kommt dann auch so viele drauf. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute auf diesem Server wegen der Projektleiterin sind. Auf dem Server sind 80 Leute, Minimum 30, 40 Leute wegen Projektleiterin wahrscheinlich, weil die noch nie in ihrem Leben Frau gehabt haben. Ist so, Alter. Die hat bestimmt Tinder-Account erstellt und hat da ihr Ding drauf getan. Server. Und dann drauf geschrieben, wer Server joint, kann mich kennenlernen.